Hallo Leute und herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und heute gibt es endlich mal wieder eine Fischvorstellung. Und zwar geht es um den Red Cherry Tetra oder auch den Hyphysobrycum Mutzel. Ich bin mir nicht so sicher, ob man jetzt Mutzel sagt oder Mutzel. Vielleicht wisst ihr, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare rein. Ganz nebenbei bemerkt, bevor es mit dem Fisch weitergeht, nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann bleibt ihr auch am Laufenden. Also an sich heißt er jetzt noch im Handel Hyphysobrycum, also so wie zum Beispiel die Feuersalmler, wo es eine gewisse Ähnlichkeit gibt. Aber es gibt auch eindeutige Indizien bei dem Tier, das in die Richtung Hemigramus, also eine andere Salmler-Gattung, deutet. Da das Tier jetzt noch sehr neu ist im Hobby, gibt es noch keine richtige wissenschaftliche Beschreibung zu dem. Die wird es aber bald geben und dann wissen wir es genau für alle, die das Ganze brennend interessiert, welche Salmler-Gattung jetzt die richtige ist. Aber so viel mal vorweg, ein paar Sachen sind ja bekannt und die würde ich jetzt gerne mit euch teilen. Und das eine ist zum Beispiel die Herkunft, also ist ein Fisch wie so viele andere Salmler aus Südamerika, Großraum Brasilien. Die Tiere, die es im Handel sind, sind praktisch immer Nachzuchten, was eine echte Seltenheit ist. Finde ich mega gut. Von der Größe her, der Fisch ist dann später so, ja, was werden die jetzt sein? Ich sage mal, die sind jetzt so 3 cm groß und später werden sie maximal 4 cm. Wie bei vielen Salmlern ist es auch hier so, dass die Weibchen die bisschen üppigeren Fische sind. Die Männchen bleiben ein bisschen schlanker und ein wenig kleiner. Insgesamt ist, denke ich, das besonderste Merkmal bei denen wohl die roten Flossen und die orange Grundfärbung. Schauen wirklich einem Feuersalmler verdammt ähnlich. Bis auf die Größe sind ja deutlich größere Tiere. Und die roten Flossen, die kenne ich auch nicht von Feuersalmlern. Insgesamt ist wichtig, dass ihr die Fische in Gruppen haltet. Also ich würde sagen, zumindest eine Achtergruppe, aber besser sind so 10, 15 Tierchen. Die fühlen sich dann besonders wohl in Aquarien ab so 80 cm, so wie die Aquarien hier. Wichtig ist für die Red Cherry Tetra oder Mutzelsalmler oder Mutzelsalmler, wie auch immer, dass ihr ein reich strukturiertes Aquarium habt. Also auch hier bei uns fällt mir einfach oft auf, dass sich die Tiere eher ins Kraut zurückziehen und ein bisschen im Schatten aufhalten. Also ist kein guter Fisch für ein Iwagumi, würde ich mal sagen. Ansonsten stellen sie aber keine besonderen Ansprüche ans Aquarium. Also sie sind nicht besonders zutraulich, aber sie sind auch nicht besonders schreckhaft. Also ist so ein typischer Salmler, geht furchtlos an jedes Futter ran und sieht man auch den ganzen Tag. Also ist nicht nur ein Fisch fürs Gewissen, sondern wenn ihr euch da ein paar ins Aquarium setzt, dann könnt ihr die auch die ganze Zeit sehen. Zu den Wasserwerten kann ich es noch nicht so richtig sagen, weil das Tier ist noch sehr neu im Hobby und es ist noch nicht so richtig viel bekannt. Aber im Großen und Ganzen stellt er keine besonderen Ansprüche. Die Temperatur sollte so im mittleren Bereich liegen, also alles zwischen 20 und 26 Grad passt ihm gut. Die Wasserwerte gehen dann von weichem, also härtefreiem Wasser, bis mittelhart klar, wobei man sagen muss, dass er im weichen Wasser einfach bessere Farbe zeigt. Da sind die Tiere kräftig orange und haben schöne rote Flossen. Und im mittelharten Wasser fällt das Tier einfach oft ein bisschen blasser aus. Ich denke, ein guter Faktor ist der pH-Wert. Die Tiere sind einfach deutlich vitaler im sauren Milieu. Also pH-Wert unter 7 ist eindeutig bevorzugt. Das ist für uns mit Säul und Osmosewasser leichtes Spiel. Jetzt kommt der Punkt mit Vermehrung und Zucht. Und da habe ich selber noch gar keine Erfahrungen. Ich halte die Tiere jetzt selber hier zum ersten Mal. Aber der Martin von Martins Fische hat schon mal ein Video dazu gemacht, das verlinken wir euch gern. Schaut es euch mal an, der hat es schon erfolgreich vermehrt und ich denke, das war einfacher als gedacht. Hat ja auch bei ihm auf Anhieb funktioniert. Coole Sache. So, last but not least, der wohl mit wichtigste Punkt, wenn es um Fische geht, und zwar die Ernährung. Die Red Cherry Tetras oder Mutzel oder Mutzel Salmler fressen bei uns ganz gut Frost- und Lebendfutter, aber sie fressen auch seit dem ersten Tag Granulat. Also ich habe das gleich nach dem Einsetzen mal probiert und die gingen einfach direkt an feines Granulatfutter ran. Scheinen also nicht besonders wählerisch zu sein, aber so wie immer bei Fischen, wenn ihr die bei guter Gesundheit halten wollt, versucht zumindest so einmal die Woche Lebendfutter zu füttern und abwechselnd Granulat und Frostfutter, dann fühlen sich die Fische bei euch wohl. Ich muss aber sagen, mir ist was aufgefallen beim Fressen. Ich weiß nicht, ob das hier an meinen Red Cherry Tetras liegt, aber ich könnte es mir vorstellen. Oder ob das einfach generell so ist.
sie fressen deutlich lieber von der Oberfläche als vom Boden. Vielleicht ist ja einer unter euch, der das schon daheim hält. Vielleicht ist euch was Ähnliches aufgefallen. Ich habe im Internet erstmal nichts dazu gefunden, aber sind ja neue Fische im Hobby. Das heißt noch nichts. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein wenig Gusto auf diese wunderschönen und neuen Salmler machen. Ich muss sagen, mir gefallen sie mega gut und ich bin sehr happy, dass wir sie da haben. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, Baba.